Einen wunderschönen guten Tag, Ladies and Gentlemen, und herzlich willkommen zu diesem kleinen Bürovlog hier. Und das Thema dieses Bürovlogs ist ganz offensichtlich. Ihr seht es im Hintergrund und ihr seht es auch allgemein an der Kameraperspektive und auch an der allgemeinen Bildqualität. Es hat sich hier was am Aufnahmesetup geändert. Und ich bin immer noch ganz schön aus der Puste. Ich tanze einfach zu hart. Aber eine Änderung an meinem Aufnahmeraum, den man jetzt auch mal viel mehr in seiner kompletten Blüte hier standardmäßig sehen kann, das wäre ja keine Änderung auf meinem Kanal, wenn ich nicht ausführlich dazu was zu berichten hätte. Und das ist natürlich auch in diesem Fall der Fall, denn es gibt eine kleine Geschichte zu dieser Beleuchtung hier im Hintergrund. Die ist so in der Form auch noch gar nicht final. Werde ich gleich noch ein bisschen drüber sprechen, aber ich erzähl mal, wie es zu diesen Lichtern hier gekommen ist und wie es dann dazu gekommen ist, dass alles jetzt so aussieht, wie es aussieht. Und zwar habe ich schon lange mit dem Gedanken gespielt, den Hintergrund hier ein bisschen mehr auszuleuchten. Also dieses Regal und der komplette Hintergrund, das Zimmer, das sieht schon eine ganze Weile lang so aus. Ihr seht halt schlicht und ergreifend in den normalen Videos und Let's Plays herzlich wenig davon, weil ich so einen komplett dunklen, schwarzen Hintergrund eigentlich auch immer sehr schön clean fand. Und wenn ich hier halt nur eine Softbox anhab, dann ist das da hinten dran so dunkel, dass man nichts erkennen kann. Aber eigentlich war der Plan schon immer, dann irgendwann entweder mal das Regal mit LED-Stripes irgendwie auszustatten, was halt bei so vielen verschiedenen Fächern furchtbar komplex wäre, oder es halt schön anleuchten zu lassen mit geilen LED-RGB-Leuchten. Nun ist es aber so, dass ich natürlich ein absoluter Schnäppchenfuchs bin und neulich schlug meine Nase aus. Und abseits von den anderen Angeboten, die es da natürlich schon seit langem auf dem Markt gibt, hat aktuell ein gewisser Discounter solche Smart Home Lampen, Glühbirnen im Angebot. Und das wusste ich schon im Vorfeld und habe mir gesagt, komm, das ist jetzt wirklich mal die beste Gelegenheit, dir das zu besorgen, weil die sind von der Leistung her, ich habe mir da davor Reviews angeschaut, sind die recht ähnlich zu den, sage ich mal, Platzhirschen dieses technischen Genres. Und dann habe ich mir gesagt, die holst du dir jetzt, die schnappst du dir einfach mal. Die sind jetzt zwar, die zwei Birnen, die ich jetzt habe, die sind mit Fernbedienung, da muss ich mir irgendwann mal noch eine Bridge, dann vielleicht von einem der erwähnten großen Marken mit hinzukaufen, um das dann auch alles per Handy steuern zu können. Aber das ist jetzt hier erstmal dementsprechend in Ordnung. Ich kann auch zum Beispiel mal, damit das hier im Hintergrund, das ist jetzt gerade die Party-Einstellung, wir machen das mal ein bisschen entspannter. Ich wähle uns hier mal einfach eine schöne Farbe aus hier. So, ne? Also ein bisschen, das kannst du schon so ein bisschen, ne? Jetzt wird es dunkler hier. Das mit dem Farbauswählen, das ist manchmal nicht so geil mit dem Rad hier, so zu 100%. Das ist doch eigentlich ganz erotisch hier gerade. Komm! Wir belassen es mal. Das gefällt mir. Es gibt auch hier Herzchen drauf. Und es gibt auch eine Herzcheneinstellung. For Lovemaking. Ich habe mich also dazu entschieden, mir in der entsprechenden Angebotswoche diese Glühbirnen und dieses System inklusive Fernbedienung, Starterkit etc. pp. Zuzulegen. Und daraus ist eine Odyssee entstanden. Epischen Ausmaßes. Ich gehe also um die Mittagszeit gestern, ist übrigens möglicherweise auch mit ein Grund, warum gestern kein Video mehr online gekommen ist. Ich habe dann zwar abends noch gestreamt, die Leute haben das hier als erstes gesehen, ja? Aber könnte mit ein Grund sein. Ich bin also los mittags und bin zum Erstbesten dieser Discounter-Kette gelaufen und dann steht da, ja, also wir renovieren gerade, ja? Hat zu, wir sind ja gerade dabei, das alles zu renovieren. Denke ich mir, okay, gut, dann gehst du halt zum Nächsten. Der wird ja schon offen haben. Konnte er natürlich nicht wissen, dass sie sich dazu entschieden haben, einfach mal spontan jede zweite Filiale zu renovieren. Denn die zweite Filiale, bei der ich war, die hatte auch zu, weil sie eben auch aufgemöbelt wurde oder wird im Verlaufe mehrere Wochen, Monate, Jahre. Und ich wollte dann aber nicht aufgeben. Ich bin dann so jemand, wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, egal ob ich dann eigentlich gerade die Zeit dazu habe oder es wirklich eiskalt draußen ist und ich bin alles gelaufen, weil bei dem Wetter hat man jetzt nicht wirklich Bock, Fahrrad zu fahren oder sowas. Ja, mein 50.000 Euro YouTuber-Auto ist ein Fahrrad, das ich sehr selten benutze. Meistens ist mein fettes YouTuber-Auto meine zwei Beine. Irgendwann wird es der Lamborghini Murcielago.
Ich sag dir, ne? Aber wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, dann will ich das halt auch durchziehen. Dann will ich diese verdammten Lampen da haben, Mann. Weil ich dachte mir auch schon, dass der Andrang da wahrscheinlich recht hoch sein wird. Etwas, das ich dann beim dritten Discounter, der dann endlich offen hatte, schmerzhaft bemerken durfte. Und das war noch nicht mal irgendwie spät abends, sondern noch so im Nachmittagsbereich, dass ich da halt reintrotte, völlig durchgefroren, schon in irgendeiner Gegend, die ich gar nicht mehr kannte. Und da gab es sie dann nicht mehr. Also da gab es zumindest das Starter-Kit, das ich brauchte, nicht mehr. Und auch nicht die Glühbirnenfassung, die ich eigentlich brauche. E27. Und das war dann schon wirklich der dritte. Und dann, Leute, nach gefühlt 20 weiteren Läden und einem halben Jakobsweg, den ich zwischendurch bestimmt auch begleitet durch Mose, der mir das Meer durch den Schnee-Eisregen teilen musste. Es war wirklich immer durchgehende Mischung zwischen Schnee und Eisregen. Also teilweise echt so, dass es dir richtig schön ins Gesicht geklatscht ist, der halbgefrorene Schnee. Und du schon dachtest, ja, ich muss die nächste Staffel Game of Thrones gar nicht mehr anschauen, denn Winter is definitely here. Dann habe ich es irgendwann geschafft. Dann bin ich irgendwo, wahrscheinlich schon, ja, wahrscheinlich habe ich die deutschen Landesgrenzen auch vollkommen verlassen. Irgendwo bin ich dann endlich da angekommen, bei einem der Discounter, die auch eine Ecke größer waren. Also das kam mir sehr groß vor. Da habe ich fast drin verlaufen und habe dann da das entsprechende Starter-Set entdeckt. Ich will nicht sagen, dass der Rückweg nach Hause dann mehrere Tagesmärsche bedarf und ich eigentlich durchgehend sprinten musste, um überhaupt noch dieses Jahr hier wieder anzukommen, aber so in etwa hat es sich angefühlt. Daheim angekommen, dann alles angeschlossen, erstmal hier, die hier ist es, die steht eigentlich bei mir im Wohn/Schlafzimmer. Steht diese Lampe herum. Die kennt ihr ja, die stand eigentlich schon immer im Hintergrund. Und hab das dann hier so angeschlossen und dann ist das halt so, wenn man lichtmäßig was verändert und die ganze Zeit eine Lichtsituation hatte, nämlich nur eine Softbox, du musst ein paar Sachen anpassen. Da ist mir auch schon aufgefallen, dass das mit meiner alten Webcam gab es da irgendwie kein zufriedenstellendes Ergebnis. Und dann ist mir aber eingefallen, dass ich eine ganz andere Webcam hier schon über längere Zeit rumliegen hatte, die mir mal freundlicherweise zugesendet wurde. Und die habe ich jetzt mal angeschlossen und habe mich mit der ein bisschen ausgiebiger beschäftigt. Die ist jetzt in so einer seitlichen Perspektive. Ob das wirklich genau so bleiben wird, ist noch nicht in Stein gemeißelt, weil die ist jetzt hier aktuell auf meinem zweiten Bildschirm. Deswegen, wenn ich richtig auf den Tisch schaue, dann kann die auch so ein bisschen rumwackeln. Da kommt vielleicht noch ein Stativ mit hinzu. Aber ich habe das dann hier angepasst und habe das dann hier hinten so ein bisschen aufgestellt. Und das Schöne ist jetzt, wir haben jetzt eine höhere Auflösung in der Webcam-Aufnahme. Also ich bin deutlich schärfer, man kann deutlich mehr Barthaare von mir zählen. Ne? Nur deswegen habe ich mich heute auch hier unten nicht rasiert, damit ihr das genauestens erkennen könnt. Und man hat eben so ein bisschen diese coole seitliche Perspektive. Ich kann mich zu euch drehen und man sieht viel, viel mehr von meinem eigentlichen Aufnahmeraum. Und vor allem kommt das Licht hinten raus. Sie hat auch noch so einen kleinen, die hier hat so einen kleinen extra Ring. Das sieht man jetzt nicht so stark. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mal, zack, das Hintergrundlicht komplett ausmachen würde, dann ist nur noch die einzige reguläre Softbox an. Das hier eignet sich natürlich immer noch ganz gut für Horrorspiele. Aber ich kann hier dann, ja, da sieht man das dann schon, ne? Das ist nochmal so ein bisschen so ein extra Akzent, weil die Webcam eine eigene Ringleuchte besitzt, durch die ich mich nochmal so ein bisschen extra dementsprechend ausleuchten kann. Und dann habe ich gleichzeitig eben hier noch die schöne Hintergrundbeleuchtung, die ich auch je nach Lust und Laune und je nach Stimmung so ein bisschen anpassen kann. Ne? Zum Beispiel, wollen wir mal hier nicht in Blau gehen oder? Das ist nicht blau. Also wie gesagt, da hätte ich eigentlich schon noch gerne die App-Einbindung, weil dieses Farbrad da oben, wie ich finde, etwas suboptimal funktioniert. Das ist jetzt, das ist eigentlich auch ein ganz nices Blau, muss man dazu sagen. Aber ich hätte eigentlich lieber so ein tief dunkles gerade. Das ist das tief, tiefer Blau wird es nicht mehr. Und rein theoretisch kann ich es natürlich auch so hell wie möglich machen. Auch eine schöne Einstellung ist, wenn ich mal irgendwie euch im Stream entspannt was vorlesen will, ne, dann kann ich hier auch echt nice so ein bisschen so Lagerfeuer-Effekte einstellen. Dass es so ein bisschen feurig hinten die Stimmung ist. Ich habe jetzt noch, die habe ich schon bestellt, zwei andere Lampen, also Lampenfassungen bestellt, weil ich finde, dass die hier noch nicht perfekt ausleuchten. Ich will eigentlich mehr, dass der ganze Hintergrund so angestrahlt wird. Vielleicht hole ich mir auch noch eine dritte Birne mit hinzu, um noch mehr Licht zu provozieren oder eine vierte, keine Ahnung. Aber ich habe mir jetzt schon so zwei Scheinwerferfassungen bestellt, die ich hier so auf den Boden hinstellen kann, um wirklich den ganzen Hintergrund anzuleuchten, damit man auch mal schön hier was vom
Regal sieht, ne? Da ist ja einiges drin, wie ihr seht. Da ist meine Spielesammlung da unten, die man so ein bisschen erkennen kann. Oder hier steht ein Super Nintendo und so weiter und so fort. Das habe ich eigentlich ganz liebevoll eingerichtet, aber ich finde, dieses Regal kam bisher noch nicht so zur Geltung, eben dadurch, dass der Hintergrund komplett dunkel und eintönig schwarz war. So viel zu diesem Update. Es werde Licht in der Zone. Ab sofort bin ich da also super variabel unterwegs und es ist etwas, auf das ich mich sehr freue, denn ich kann es ja trotzdem noch dunkel belassen, wenn ich Lust drauf habe. Jetzt muss nur noch irgendwann ein Greenscreen mit hinzu und dann bin ich wirklich, was die Facecam angeht und die ganzen Edits angeht, so variabel, wie ich da nur sein möchte. Und es ist einfach grundsätzlich, finde ich, ein etwas schöneres Bild. Ich habe auch jetzt mehr Licht beim Aufnehmen. Das ist eigentlich auch nicht schlecht und vor allem scheint mir jetzt auch die Softbox da nicht mehr immer so die ganze Zeit so in die Fresse. Ich kann mich jetzt hier schön, ich konzentriere mich aufs Spiel, ich drehe mich um wie in irgendwelchen fetten Fernsehserien. Wisst ihr, indem ich dann so... Aha, habt ihr das gesehen? Ja, genau das ist der dementsprechende Plan. Also seid gespannt, was sich hier weiterhin noch so tut. Es tut sich einiges, es wird sich einiges tun dieses Jahr. Das kann ich hier mal kurz noch, während wir hier so ein bisschen am Schnacken sind, noch erwähnen. Was wird im Februar zum Beispiel kommen? Wollt ihr wissen, was im Februar kommt? Nun komm, ich zeige es euch kurz. Das Schöne ist ja auch, ich kann mich jetzt auch endlich mal in meinem Raum so ein bisschen rumbewegen. Ist noch nicht ganz perfekt, ne? Weil ich so unfassbar groß bin. Ich bin ja 2,45 Meter. Ist das so, dass hier leider ab und zu meine Stirn oder was auch immer das ist, abgeschnitten wird? Was wird im Februar kommen an, sag ich mal, Special-Videos abseits von regulärem Gaming? Wir werden uns endlich mal mit Nintendo Labo beschäftigen. Das steht ja schon seit dem Oktober-Bastel-Video an. Da habt ihr ja Interesse bekundet. Das werden wir im Februar auf alle Fälle mal machen. Das war auch mal wieder so ein bisschen Virtual Reality. Also das sind jetzt hier nur so die Handteile, die eigentliche Virtual Reality-Brille steht da hinten. Aber Virtual Reality könnte man ja auch mal wieder so ein bisschen machen. Schau dir mir gerade auf. Und drittes Privatprojekt, wird diese Palme hier jemals wieder leben? Die war mal dreifach so groß, aber guck mal, hier unten kommt schon neu. Life finds a way. Ich hoffe, ihr seid dabei, hier in der neu ausgeleuchteten Zone. Und wenn ihr nicht dabei seid, dann seid ihr selber schuld. Bis zum nächsten Video. Ciao, tschüdelö und reingehauen.